Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Eat your head, man. Teil 3. Spiel mir das 1337 vom Tod. Und wir haben uns entschlossen, dass hier oben nichts mehr zu tun ist und wir einfach die Luke wieder runterplumpsen. Auf der tollen Pflanze. Jetzt geht doch mal hier runter. So. Wusst. Wie der da runter? Und das finde ich jetzt zu göttlich. Guck mal. Und geh da mal runter. Können wir eigentlich mit dieser Schreibmaschine irgendwas anfangen? Da ist Nö. kein Papier Mann. drin. Ach, das Bild finde ich auch so klasse, wie so Das ist Familie. klasse, ne? Das gucken wir uns auch noch an. Alle drei, vier zusammen. Ja, weil das Sollen wir doch Tentakel den ja auch mit. Tagesend dort finden, Alle drei ne? zusammen. Alle drei, alle Ja. vier. Das Tentakel ist ja auch dabei. Oh Mann. Eine glückliche Familie. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir dem Schlüsselman, der funktioniert bei Türen. Ach, was du nicht sagst, dann benutze ihn doch mal mit dieser Tür hier. Wow, da können wir jetzt Wait. rein. Wow. Also den Schlüssel finde ich auch echt genial. Wow. Guck mal, überflüssige Körperteile. Igitt, das ist ja Ich finde eklig. den Kalender viel interessanter da. Ja, den will ich ja Oh. jetzt auch an. Ein Bondage-Kalender. Oh mein Wow. Gott. Kann man den mitnehmen? Marlene. Ich glaube nicht, dass ich das nehme. Ja. Ja, hier ist ein Sarkophag. Uah! Cool. Oh Gott. Türmagnet? Oh, hi, Meteorman. Was machst du denn hier? Dir den Arsch retten. Du bist in Gefahr, Alter. Was meinst du? Keine Zeit für Fragen. Komm schnell, klettere aus dem Badezimmerfenster und öffne das Garagentor. Mach hinne. In der Garage steht ein Ätzel, mit dem kannst du zurück zur Erde fliegen. Ein Ätzel? Was ist das? Oh, danke. Okay, dann machen wir den wieder zu. Kraftomat. Können wir den Juhu. benutzen? Nö. Oh. Ne Miss Mumie. Mumie. Okay. Slow, wie die lachen. Das nennt man wohl was auch immer. Oh, und du kommst jetzt mit in Fritz, Dr. Fritz Labor. Nun, nun, ich dachte, du wärst ein wenig kooperativer. Kooperativ? Warum soll ich ihnen trauen? Du solltest lieber ein wenig Vertrauen entwickeln. Denn ich habe das hier. Da, Oh Gott, da, was ist das da. denn? Den L ganz schön Ja, liegt irgendwas. und du darfst ihn gleich testen. Was? Die Phasensimulator-Wiblan werden deinen Kopf so aufblähen, dass der Meteor quasi abspringt. Dann bist du keine Gefahr mehr für mich. Und wenn ich mich weigere? Kamokosotonoforoshobokogetsukufo. Das klappt doch immer. Exzellent. So gefällst du mir. Ich muss die Maschine nur noch aktivieren. Oh mein Gott. Und los geht's. Cool. Wow, toll. Ui. Und was passiert? Das ist aber schön bunt hier. Das ist ja. Genau. Oh. Drogen. Genau. LSD. Ich brauche Drogen jeden Tag. Ich brauche Drogen, so viel ich mag. Ich brauche Drogen, dann fliegt mein Hut.
Nahrungen, dann geht's mir gut. Ich brauche Drogen, sonst töte ich andere Nutzeros. Lasershow gibt's auch noch. Aber total, wow. Also das war ja jetzt richtig schön gemacht. Na, wo bin ich hier? Ja, das fragen wir uns auch. Virtuelle Realität bestimmt, wo er eben. Genau, irgend sowas, ja. Gefangen hat. Ah, da kann ich auch hin, da kann ich auch hin oder so. Oh ja. Oh, rot, blau, grün, gelb. Ah, wieso komme ich nicht an meine Teekraft? Dann könnte ich jetzt Hilfe rufen. Was ist das denn hier eigentlich? Warte, Pommel. Hallo, kennen wir uns? Genau. Ich kenne dich. Ich bin Peter Pommes und komme aus der Zukunft. Ey. Oh, cool. Ich bin Meta-Headman. Ich weiß, ich habe dich bereits in meiner Vergangenheit kennengelernt. Ach ja? Oh Mann, echt? Da wissen wir gar nichts von. Flashback? Was machst du hier? Den Katamana. Willst du zur Erde zurück? Ja. Dann nimm das und nutze das intergalaktische Spülwegsystem. Oder Spülwegsystem oder irgend sowas. Okay. Sekunde, ich komme doch gar nicht an mein Inventar. Oh, Entschuldigung. Ah, jetzt aber. Ui. Was habe ich hier? Britneys Gehirn. Yeah. Oh, das ist toll. Woher haben wir das? Britneys Gehirn schleppen wir, Moment mal, das bedarf einer Erklärung. Ja. Britneys Gehirn schleppen wir schon seit der ersten Meteor-Head-Episode mit uns rum. Das heißt, im Prinzip machen wir mit dem Ding nichts anderes, als es entweder ins Klo zu spülen oder es zu öffnen, ja? Weil Britney hat nämlich in der ersten Folge ihr Hirn verloren und seitdem folgt uns das treu und brav durch alle Episoden des Meteor-Head-Man. Ne, ich will gar nicht laden. Okay, so. Und wir können mit dem Gehirn Folgendes machen. Wir können es also entweder das Klo runterspülen. Wir haben hier ja gar kein Klo. Oder wir können es öffnen. Iiii. Ja. Oh, welche Überraschung da drin ist. Was? Was soll das bedeuten? Detected Andaran im Sektor Lead. Es befindet sich nichts im Programm? Das Programm stürzt ab? Nein! Ich stecke wohl... E-Doppel-Backslash böse Pläne Meteor Headman Simulator. Kräfte. Simulator und Kräfte. Echse. Simul-Echse. Simulexe. Aufgaben, einen Hamster grillen, einen Superhelden stechen, einen Kaffee kochen. Können wir den anderen Ordner nehmen? Benutzen? Ja. Zip. Irgendwas ist zurückgekommen. Unsere Kräfte sind zurückgekommen. Wunderbar. Und was ist da jetzt drin? Plot-Hole-Füller. Nee. Nein, so heißt der Ordner. Der Kräfte. Können wir den Kräftepack Zip benutzen? Ah! Ah! Guck mal hier. Wow, was haben wir denn da dazu gekriegt? Er kann jetzt einen Computer zum Absturz bringen. Ei. Er kann Objekte oder Personen wegbeamen. Und falls die P-Kraft nicht mehr eingehalten werden kann, erweist sich diese Kraft als nützlich. Die K-Kraft, oh. Wunderbar, genau. Haha, ist das eklig. So, dann würde ich doch mal sagen, was machen wir denn jetzt? Wir bringen den Computer zum Absturz. Genau, ja, oh. Und jetzt kümmere ich mich um Brad. Mi. Okay. Und wo ist der? Ja, hier ist ein Pepsi-Automat. Ich will eine Pepsi. Ich mag aber gar keine Pepsi. Okay. Wo ist ein Dr. Fred? Der war doch hier irgendwo. Ach, da geht's immer weiter. Ja, darf der war da irgendwo. War da auch.
Hier ist er! Ah! Ah, so, das Spiel ist aus, Fred. Oh doch. Hä? Ja, der hat gesagt, was? Nein. genau. Nein. Warte mal, wir brauchen mal diese Beamkraft. Würde ich doch mal vorschlagen, oder? Ja. Nimm das, Fred. Oh nein, ah, ich bin weg. Hurra, gewonnen. Wo hab ich ihn eigentlich hingebeamt? Auf die Karibik. Naja, ist nicht so wichtig. Okay. So. Und nu? Verschlossen. Ich müsste doch aber irgendwo, müsste ich doch hier wieder zurückkommen. Ich will hier wieder, hallo, geh da durch die Tür. Hä? Kannst du vielleicht eine von deinen neuen Kräften sonst benutzen? Wir haben doch neue Kräfte bekommen. Wir haben neue Kräfte, ich überlege gerade nur. Beam. Das haben wir gerade benutzt, ja. Ja. Die K-Kraft. Oh. Die geht. Ja! Yeah! Hey. Ekelig. Okay, was ist hier? Ruf doch mal an, Edna, 5235. Ja. Können wir das denn auch, können wir das machen? Die von der Superheldenkraftausstellungsbehörde haben nur den Anschluss gesperrt. Ach nein, die hat ihre Hotline jetzt wieder aufgemacht. Ja, weil die zu teuer war mit $47,11. Da haben wir wahrscheinlich jetzt nichts mehr drin. Können wir denn den Hahn öffnen? Müssen wir duschen, hä? Ah ja. Also. Die Nummer merke ich mir, okay. Dann schließen wir das wieder. Wir sind ja keine Wasserverschwender. Nein. Guck mal, da ist so grüner Schleim. So, machen wir das wieder zu. Wir gucken uns mal im Spiegel. Und jetzt, ihr Lieben. Wie immer. Genau. Endet das damit oder was immer? Oder? Ja. Also in dieser Folge schon noch. Benutze Britneys Gehirn mit Klodeckel war das, glaube ich. Das hat schon mal geholfen. Genau. Ah, endlich bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Oh. Ich hab zurück zur Erde schwimmen. Genau. Und das tun wir jetzt, indem wir... Ja, bedüfte. Das Meer der Düfte. Ja, das ist, das sind halt Abwässer, ne? Oh. Und da springen wir jetzt rein. Oh. So, juhu. Und so trieb Meteor Headman im Meer der Düfte herum. Er freute sich an den Köstlichkeiten, die dort herumkommen. Oh. Und wurde schließlich an der Erde angespült. Und um die zu erzählen, habe ich jetzt keine Lust, die andere Geschichte. Entschuldigung, da war es zu schnell weggeklickt. Meteor Headman 3, spiel mir das Lied vom Tod. Erschienen bei Honkium und Söhne. Ja, ihr Lieben, in die Welt gesetzt von Blaugreif, Blue Griffin. Meteor Kopfmann, Kopierrecht von Feuer Orange. Unser Freund Tobias Schmidt. Hallo, Tobias. Ich muss die Spracheinstellung korrigieren. Was? Wer sagt das? Okay, nochmal. Erstellt von Blue Griffin. Ah. Meteor Man, Headman, erdacht und erfunden von Fire Orange. Ständiges Rumnerven, damit die Episode endlich rauskommt. Na, wer? Fire Orange. Darth Conan. Steve O'Mart, Tim Atman, Windows Man und Henry erdacht von Fire Orange. Wann kommt eigentlich der andere, den du so liebst, Slobby? Ich weiß es gar nicht mehr. Spike-Man. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, in welcher Episode der dran kommt. Das könnt ihr auch alle selber lesen. Das müssen wir nicht vorlesen. Motivation. Alles geklaut. Bis auf das, was er nicht geklaut hat. Was er nicht geklaut hat. Okay. Hab nicht mal was von dem Spiel gewusst, sollte aber nochmal dennoch im Abstand
Ach so, hat nicht mal was vom Spiel gewusst. Sollte aber dennoch immer... Die Füchsin. Hallo, Füchsin. Sie ja, weiß wir wissen auch gerne, wieso. Was? Oh nein, wie bitter. Ja, das ist übel. Besonders das letzte von den 30, ne? Okay, na, dann saufen sie im Chat alle Bier. Fein. Das wäre doch ein Chat für Steffi, oder? Genau. Ich es wird übrigens nicht erzählen, wo Dr. Fred jetzt ist. Oh. Das wäre dann nämlich ein Cliffhanger. Und die macht Fire Orange eher. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann sowas nicht. Och, Blue Griffin. Ich mag sowas auch nicht. Och. Okay, jetzt, wo das Spiel rum ist, probier doch mal Meteorhead 4. Das machen wir natürlich auch, ihr Lieben. Jo, ist er schon draußen? Das sind ja Folgen draußen. Ja, das sind uralte Spiele, sind schon 4 oder 5 Jahre alt. Oh Gott, keine Angst. Ja, ja. Jetzt ist erstmal Schluss. Kommt doch mal in den MMM-Chat. Nein, wir werden uns schwer beherrschen können, da gehen wir nicht hin. Lauter coole Typen, die andauernd trinken. Ja, wahrscheinlich. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Okay, das freut uns. Und wir sagen vielen Dank, ND, fürs Zugucken. Bis dann, bleibt dran. Ciao. Tschüss.